Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Haarnadelkurve. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Reden wir über Richter. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Hülkenberg, Kimi Räikkönen und Perez. Verstappen, Ocon, Gasly und Kevin Magnussen. Richter, Sainz Jr., Romain Grosjean, Sirotkin, Leclerc, Alonso, Lance Stroll und Marcus Ericsson. Van Dorn. Und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Ja, genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zum Rennen hier aus Hockenheim. Wir sind zu Gast immer noch auf dem Hockenheimring, natürlich klar auch an der A3, glaube ich, ist es richtig, wenn die Autobahn... Ne, eine 61, A3? A3 müsste es, glaube ich, sein, ja doch. Naja, ich bin schon mal selber nämlich an der Strecke vorbeigefahren. Ich meine, aber es wäre die A3 gewesen. Aber sorry, ist ja auch Jacke wie Hose. Gut, ja, wir sind zu Gast in Hockenheim, wie gesagt, steht auf Platz 11. Also der Worst Case ist tatsächlich eingetreten. Wir dürften von der 1 eigentlich noch etwa geholt, aber dürften dann tatsächlich doch nur auf P11 starten, aufgrund des Motorwechsels nach dem zweiten freien Training. Gut, ja, gehen wir rein. Wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn groß noch zu sagen, zu verlieren? Wir müssen natürlich, wir haben viel zu gewinnen, aber alles zu verlieren. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt ein gutes Ergebnis holen können. Wir wollen natürlich Punkte holen, um natürlich die Möglichkeit zu haben, hier ja vielleicht sogar die Ferrari zu kassieren, was die WM betrifft, oder beziehungsweise nicht die WM. So, natürlich den ersten Hammer hätten wir schon gehabt, aber es zählt nicht, es ist immer noch die Einführungsrunde. Ja, ich glaube, die werden schön weggenommen, glaube ich, bei den ja, Gasly und Ocon wurden natürlich rausgenommen. Weil sie sich halt kollidiert haben in der Haarnadel. Ja, wie schaffen wir das? Jetzt sind wir unter unserem Teamkollegen. Also wenn wir so durchs Rennen durchkommen würden, wie wir jetzt hier gerade in der Einführungsrunde wären, dann wäre das super. Aber es ist nach wie vor nur die Einführungsrunde. Ja, aber wir haben gesagt, wir haben heute viel zu vergeben. Hockenheim liegt uns tatsächlich nicht. Zumindest ja, zumindest momentan im Rennen. So. So, dann dürfen wir jetzt auf die Stelle wieder zurück, auf die Strecke. Da ist ja einer vor. Genau, der Magnussen. Also warten natürlich, bis die anderen jetzt da sind. Ah, ist natürlich absolut Worst Case, dass sie hier auf Platz 11 nur rumgurken. Ja, wir dürfen zumindest, müssen wir jetzt holen.
Ah, das heißt, die wollen uns natürlich alle jetzt wieder in die Mangel nehmen. So, jetzt hat man zumindest den Grosjean wieder kassiert. So, was anderes bringt es jetzt nicht aus, jetzt vor Fett zu stellen und zu gucken, ob wir irgendwie was geholt bekommen noch. Aber ich hoffe, dass wir jetzt keinen Schlag, dass wir nichts mit dem Flügel zu tun haben. Hören wir nicht. Aber mal eben kurz von 12 auf 8 vorgefahren. 4 Autos geholt mit dem Move. So, Angriff in Kurve 13 gegen Ocon, jawohl. Nächstes Kimi Räikkönen schon. Also weiter mal zurückgefallen, der Ferrari. Hamilton stellt zur Rennrunde. Ja, wenn er sicher ist, dass er schon relativ früh in die Box gehen. Klar, weil er auch einige Prozente schon auf den Reifen war. Wenn das gut weitergeht, dann können wir tatsächlich das Rennen hier gewinnen. Aber dazu müssen wir jetzt erstellen an diesem Auto. Hier fahren diesen Autos hier vorbei. Hanadel, vielleicht der zweite Versuch. Ja, das wird zu weit. Ist immer zu weit weg. Um da irgendwas zu reißen, oder? Davor ist der Vettel schon vor dem Perez. Also die. So viel zum Thema, die Ferrari können wir nicht kriegen. Das hat mir weit vorne. Oh, ich muss aufpassen, dass ich da. Na gut, wir haben einen neuen Motor drin, ne? Also ich probiere den gleichen Move jetzt gegen Rake. Können, wie ich das auch gegen Ocon gemacht habe. Hab ihn. Gleiche Ecke, gleiche Stelle. Kurve 12 war wieder. Kurve 13, Entschuldigung, war's. Jetzt hätten wir DRS. Ah, der will auf jeden Fall da. Und dann muss ich die. Will ich dem jetzt. Ja, da. Was ihn ja versucht zu. Gegenzuhalten. Ja, warum nicht? Ja, ich glaube, er war vorne, deswegen kriegt er das DRS noch. Genauso wie der Räikkönen dahinter. Aber ich habe ja wieder meine obligatorische Lieblingskurve. Ah, da wollte da dagegen kommen. Und Räikkönen konnte an dem Falzen. So, komm Kimi, ich hole dich mal wieder auf der Position. Ja, ein harter Kampf, auf jeden Fall. Wir sind momentan auf 6 jetzt. So, versuchen wir es nochmal. Perez und Räikkönen, Kurve, das ist die nächste Kurve, der nächste Versuch. So, ja, ziemlich egal, dass ich Autos gut erfahre. Vorbei am Fossenia. Der nächste ist fett. Und davor ist ja, Hülkenberg. Es müsste Hülkenberg sein. Ja, ist Hülkenberg. Da wären wir safe auf 4. Also, sie hat ja schon durchgesagt, dass sie tatsächlich da vorne sind. Da, was ist denn Verstappen? Müsste jetzt mal wieder rein zurückgefallen sind. Aber macht sich natürlich sehr bemerkbar, dass wir den neuen Motor drin haben im Auto. Noch gebe ich hier nicht auf im Kampf um. Oh, Verstappen ist weit zurückgefallen. Noch gebe ich den Punkt, Punkte nicht auf. Haarnadel anbremsen, Hülkenberg kassiert, vierter Platz. So, meiner Lieblingskurve möchte ich gleich den Vettel noch bitte mitnehmen. Das ist noch eine weiter. Also es ist noch nicht die gleiche Ecke. Ist noch nicht die Ecke. Aber ich versuche es natürlich. Ich muss ja liefern. Und dann versuche ich mir die meine Mercedes davor zu jagen. Lap.
Und jetzt raten Sie mal, Kurve 13, Sebastian Vettel kassiert. Das ist wieder diese Kurve 13, das ist Raikön kassiert. Da haben wir auch Perez kassiert, da haben wir Ocon kassiert. Und auch den Vettel hinterher, also gib ihm. So, jetzt sind wir Zweiter momentan. Wir müssen natürlich versuchen zu pushen auf den Reifen jetzt. Und danach der Runde rein. Und sehe ich den Mercedes da vorne kassiert. Also wir sind klar auf Podiumskurs momentan. Und das von P11, es läuft bisher. Und es lief eigentlich schon das ganze Wochenende gut. Hier muss es natürlich jetzt nochmal geliefert werden. Na komm. So, versuchen wir es mal, ob wir den kassieren können. Red Bull ist bekannt dafür, dass sie vernünftig arbeiten. Dass sie sehr stark arbeiten, aber das ist, glaube ich, viel zu weit weg, um da irgendwie was reißen zu können. Aber, naja, für Kurve 13, für meinen Lieblingsmove ist es doch zu weit weg. Diesmal kriegen wir sie nicht an der Position. Aber wir haben uns rangepusht. Jetzt müssen wir natürlich mit der Boxenstrategie natürlich den diesmal kein Ruf von James. So, jetzt sind wir mit vorne. Jetzt müssen wir schnell arbeiten. Ah, schade. Wir haben ihn nicht kassiert. Gut. Wir sind jetzt wieder Sechser, aber dadurch, dass halt alles, was davor war, noch nicht in der Box war. So, jetzt müssen wir mal wieder mal ein bisschen auf Fett. Weil der Bottas da vorne ist nämlich der, die Möglichkeit, müssen wir natürlich versuchen, auf der Strecke zu kassieren. Es ist wieder möglich. Es ist wieder möglich, die Kurve 13. Erstmal kommt Bottas und Sirotkin sich so ein bisschen in die Quere. Das ist eigentlich für uns sogar gar nicht mal so schlecht. Wenn die zwei sich da vorne ein bisschen bekämpfen. Ah, der muss sich voll auf die Eisen gehen, weil sonst hätte ich mir den Bottas damit genommen, wäre der Flügel nämlich weg gewesen. So, jetzt hätten wir natürlich die Chance. Kurve 13. Schaffen wir es auch ein fünftes Mal. Ah, diesmal nicht. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. So, in der Zeit können wir natürlich ein bisschen auf Mager gehen. Mit uns Hamilton und Vettel. Hier war ein bisschen Gas. Das war natürlich keine Absicht gegen Bottas. So, 10 Runden haben wir noch. Ich nutze natürlich jetzt die Möglichkeit, auf Mager zu stellen, um dann eventuell ein bisschen Sprit zu sparen und nochmal ein bisschen was feuern zu können. So, ich stelle wieder auf Renngeschwindigkeit. Gib ihm. Na, war nicht ganz fair. Das ist mal jetzt irgendwann über gegen Bottas war, das ist mal nicht fair. Das gebe ich auch zu. Aber mit dem angeschlagenen Flügel macht es natürlich auch nicht viel einfacher. So, jetzt versuchen wir wieder ein bisschen zu pushen, mal wegzukommen vom Hamilton.
Ja, wir haben natürlich alle hinter uns. Das ist natürlich alles anders ideal hier mit dem kaputten Flügel. Ich will natürlich hier gewinnen, das ist klar. Ja, mit dem Sieg hätten wir, glaube ich, die Ferrari kassieren. Da könnte man die Ferrari kassieren, nachdem ich das Max holt. Das ist ein Pünktchen. Vettel ist momentan. Na gut, Trekkon ist weit hin. Ah, was ist aber denn? Bestzeit. Also wirklich momentan den kaputten Flügel merkt man momentan nicht an. Jetzt kommen wir zumindest wieder weg von Hamilton. Nochmal Bestzeit gesetzt. 1,3 momentan der Vorsprung. Gute halbe Sekunde plus zu gegen mit der letzten Runde. Also noch 8 Runden. Klar, weil die Strecke kürzer ist, haben wir natürlich mehr Runden. So. So, ich gebe mal wieder ein bisschen. Nehmen wir ein bisschen wieder den Zug raus. 1,5 momentan. Also, wir legen wieder ein bisschen was zu. Also, ein bisschen. Wir können wieder ein bisschen pushen jetzt, ein bisschen wegkommen. Nochmal eine Bestzeit, 16,1. Vorsprung auf Max Verstappen 23,5, aber unvergessen natürlich auch in der ersten Runde, wo wir mal kurz eben 4 Autos hier vor der Hanade kassiert haben. Und dann halt unsere Lieblingskurve, Kurve 13, die dann ja uns das ein oder andere gute Überholmanöver gebracht hat. Ich werde natürlich ein bisschen jetzt. So, Vettel versucht sich jetzt an Hamilton. Er will ihn nämlich jetzt kassieren. Er wird ja gern schon auf Platz 2 vorfahren. Ja, Ferrari, für Ferrari war wahrscheinlich noch nicht mal so gut, schlecht. Aber wir ziehen weg. 2,9, also fast 3 Sekunden. Jetzt mittlerweile der Vorsprung auf die da hinten kämpfenden Rivalen. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Ideal war es natürlich nicht, aber es ist 3,6. Also wir kommen weg. Der kaputte Flügel ist auf jeden Fall bisher noch nicht merken. Wir können immer wieder ein bisschen was zulegen, wenn wir wollen. Da ist irgendwo gelb gerade gewesen. Ich glaube, da könnte es ja sein, dass wir jetzt gleich einen Ausfall haben. Den Sauber. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hülkenberg scheint aber seine Probleme zu mit dem Lüften. Ja, hier ist gelb. Ganz kurz zumindest gewesen. Da ist nämlich ein Auto, ja. Ist ein Auto langsam. Da ist ein Sauber definitiv. Ja, okay, yeah, der wird natürlich jetzt. Scheint wohl echt arge Probleme zu haben. Es ist Charles Leclerc. Der das Auto wahrscheinlich jetzt abstellen wird. Obwohl, es könnte auch ein Reifenschaden sein. Das muss noch nicht mal was heißen. Wir haben natürlich jetzt gute DRS. Aber es hat uns natürlich dicke Zeit gekostet jetzt gerade. 2x3,5 Sekunden, das hat uns jetzt richtig Zeit gekostet, wenn wir holen. So ganz würde ich die da hinten noch nicht abschreiben. Aber wir können wieder nachlegen. 5 Ründchen noch.
Und solange die da hinten mit dem Fighten sind, ist das super. Im Idealfall schießen sie sich beide weg. Der Mercedes wird auf jeden Fall noch ein ordentliches Stück zulegen, weil meine Hausaufgaben versuche ich gerade hier zu machen, dass er nämlich das Rennen zu gewinnen. Das wäre mein erster Hockenheim-Sieg. Letzte Saison, wie gesagt, nur Platz 10, glaube ich, oder 11 war das hier. 10. war mal. Kann ich aber, könnte ich, glaube ich, versuchen nachzugucken. 5 Runden Sprit haben wir noch. Wir haben noch 4 an Bord. 3,6, also wir können wieder nachlegen. Leclerc ist übrigens immer noch im Rennen, also wahrscheinlich waren es tatsächlich doch nur Reifenprobleme. Ein Reifenplatz oder sonst irgendwas. Und unvergessen, wir haben immer noch den kaputten Flügel, ne, vorne rechts. Da hat der Kollision mit Bottas, die ich auch mir tatsächlich mal ankreiden muss. Die war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ich wollte tatsächlich meinen Lieblingsmove machen, wieder in die Kurve 13 rein, um mir da das nächste Auto zu kassieren. Und dann bin ich ein bisschen zu sehr ins Heck gefahren, weil ich an dem Fasinia noch vorbei musste, der da meinte, noch mitschöpfen zu müssen. Aber solange wir hier tatsächlich noch mal ein bisschen was, wenn die Kompetenz ein bisschen rankommen wollen, wenn wir ein bisschen zulegen können, ist das alles so in Ordnung. Wirklich weit weg kommen wir auch nicht. Vettel und Hamilton da bekämpfen sich richtig. Aber das sollten sie mal. Das kostet denen nämlich nur unnötig Zeit. Viel Zeit. Das heißt, wir können hier vorne wegfahren. Haben wir momentan vorher schon von. Sorry. Knapp 5 Sekunden. Und ja, läuft auf jeden Fall. Die Zeiten sind herzlich egal gerade, die Zwischenzeiten. Wir haben unsere schnellste Runde. Wir können immer weiter wegfahren. Nochmal eine halbe Sekunde plus 5,4. Das ist in Ordnung. Wunderbar. Umso mehr wir zulegen können, umso besser ist es. Wir brauchen dann noch nicht mal zu pushen. Das war einfach vom Sprit her. Ja, wir mussten ja. Wir mussten ja alles versuchen, dem Auto rauszuholen. 5,8, ja, wieder eine halbe Sekunde. Also. Aber noch kein Ausfall. Also. Gut, ein deutscher Doppelsieg. Ich hoffe, dass der Vettel Zweiter wird. Was super für uns wäre, weil, ja, deutscher Doppelsieg wäre natürlich traumhaft. Hier, für die Fans. So. Viel trennt uns nicht mehr. 5,8 immer noch der Vorsprung. Also es hat sich nicht viel dran geändert. Sind die nämlich jetzt hat der Hamilton sich ist der Hamilton erstmal weg. Für die Punkte ist das vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Wir haben schon, wo der Verstappen am Ende landet. Der Nullstich hat 35,5 Sekunden mittlerweile Vorsprung. Auf Verstappen. Das ist super, die Information. So, schön die Haarnadel anbremsen. Wir sind ja schon in Runde 16. Also 15 Runden abgeschlossen, 16 Runden sind wir dran. Vettel vorbei an Hamilton. Bottas hat da auch noch so seine Händchen mit drin. Ah, von 1 auf 4 gefallen. Und wir momentan von 11 auf 1. So, vorletzte Runde. Also eine Runde und der Rest von dieser hier noch. Oh, so gemerkt. So 8,1 Sekunden. Also wir sind jetzt richtig weg. Da ist einer ausgeschieden. Vettel ist raus, oder? Oder hat er kurz einen Fehler eingebaut? Ich glaube, der Vettel ist raus. Ja.
Zweiter Ausfall hintereinander für ihn. Für uns leider noch nicht mal, für uns gar nicht mal so schlecht eigentlich tatsächlich. Für Max jetzt natürlich bessere Position gewinnen. Und wir können Platz 2 in der Fahrerwärme, der Konstrukteurswärme übernehmen. Wir wollen natürlich jetzt nochmal ein. Eine müssen wir noch fahren. Eine Runde brauchen wir noch. Solange die Reifen noch halten und das Auto noch hält, ist das gut. Das war unser erster Ausfall dieses Rennen. Und umso bitterer, dass es ein deutscher Fahrer ist. This is your final lap of the race. Ja, sogar Violett, ja, da steht das Auto. Gleich in der ersten Kurve. Ja, hier steht das Auto, rechts. Jetzt ist er weg. Weggeräumt worden. Letzte Runde. Ich hau da mal, ich push noch mal ein bisschen. Naja. Deutscher Fahrer gewinnt zwar zwei deutsche Autos, stand jetzt. Das ist schon mal, ist auch gar nicht mal so schlecht. Und das hier im Hockenheimring, unser dritter Sieg in Folge, der vierte mit Red Bull. Unser fünftes Podium überhaupt in dieser Saison. Unser achtes sogar, Entschuldigung. Achtes? Ne, neuntes wäre sogar. Einzig Monaco und Spanien haben wir nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen. Aber das soll herzlich egal sein. Wir gewinnen unser Heimrennen. Von 11 gestartet auf 1 am Ende. Yes! Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Ich hab nur 14 gefahren. Ja, müssen wir mal gucken, gerade mal auf die Tabelle. Klar, unser Vorsprung ist mittlerweile 51 Punkten. Also wir können auch die nächsten zwei Rennen nicht verdrängt werden. Aber wir sind auf dem Weg zur Titelverteidigung. So, ja, vorbei an Ferrari. Jetzt in der Konstrukteurs-WM und nur noch 31 Punkte hinter Mercedes. Ich hab das waren vorhin mal mehr. Ja. Das ist doch mal ein gutes Ergebnis. Ich glaube, wir haben sowieso die meisten. Der hat auch plus 10, genauso wie wir. Hätte mir noch ein Pünktchen für Toro Rosso mitgenommen. Na, so kann man auf jeden Fall mal so ein Heim-Grand Prix fahren. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Na, aber hallo, sowas von gut, ja? Sie konnten heute die Spitzenposition ergattern. War es ein einfacher Sieg?
Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Da. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So, machen wir das so. Danke für den Kommentar. Jo. Das war auf jeden Fall mal ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin. Das hat sich tatsächlich auch das Wochenende so ein bisschen abgezeichnet. So, Kimi hat nichts auf die Reihe bekommen, das ist gut. Wir haben natürlich einen deutlichen Vorsprung gegen Verstappen und gegen Raikön gewinnen wir schon irgendwie. Hat 77 Punkte dazu. Sind wir bei 3100 mittlerweile. Ja, das war auf jeden Fall ein traumergebendes Rennen. Gut. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Dankeschön für die Information. So, was haben wir denn hier noch auf Besprechung? Ja, passt. Gut. Nächste Rennen, das ist in einer Woche dann in Ungarn. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder da bei Let's Play F1 2018. Bis dann und tschüss.